Flammen greifen um sich. Was sie nicht verzehren, fällt, wie hier in Steckborn, Löschwasser und Rauch zum Opfer. Felsen und Schlamm machen vor nichts Halt. Sie zerstören Hab und Gut und füllen, wie hier in Bondo, Häuser bis unter die Decke. Wassermassen verwandeln Altstadtgassen in reißende Flüsse. Sie fluten, wie hier in Zofingen, tausende Haushalte. Ein solches Unglück kann jeden treffen. Unverhofft. Im Moment der Katastrophe gelte nur eines: sich selbst nicht in Gefahr bringen, um Hab und Gut zu retten. Ihr könnt je nachdem einen Stromschlag bekommen, der lebensgefährlich ist. Wenn ihr das Auto in der Garage wollt, retten und es kommen grosse Wassermassen, könnt ihr im Auto oder in der Garage eingeklemmt werden und ertrinken. Darum, das Menschenleben ist wichtiger als die Sachen, auch wenn es etwas ist, das euch sehr am Herzen liegt. Nachher kommt das große Aufräumen. Damit es mit der Hausratversicherung keine Probleme gibt, rät der Experte Folgendes. Nicht alles einfach fortschießen und nur aufleisten. Dort am besten warten, bis ihr das Okay von der Versicherung habt. Und vor allem dort gut dokumentieren mit Fotos, mit einer super Schadenliste, die ihr relativ schnell von eurer Versicherung bekommt. Dann habt ihr kein Problem. Ihre Hausratversicherung kombinieren die meisten mit der Haftpflichtversicherung. Kassensturz und das VZ-Vermögenszentrum vergleichen die Prämien solcher Versicherungspakete. Die Bedingungen sind für alle die gleichen. Geprüft wird zudem, ob es für solche Versicherungspakete einen Kombi-Rabatt gibt. Sowohl Hausrat- wie auch Haftpflichtversicherungen sind meistens genormte Versicherungen. Trotzdem rät die Rechtsexpertin, sich unbedingt über allfällige Versicherungszusätze Gedanken zu machen. Es ist sicher gut, wenn man sich überlegt, was für Bedürfnisse man hat, was für spezielle Bedürfnisse. Zum Beispiel, wenn ich regelmäßig mit fremden Autos umeinander fahre, dann kann sich so einen Zusatz lohnen. Oder eben auch, wenn ich reite und kein eigenes Ross habe, können die Zusätze wirklich Sinn machen. Das andere ist, dass man darauf achten sollte, dass man keine mehrjährigen Verträge unterschreibt oder, wenn es ein mehrjähriger Vertrag ist, dass man darauf besteht, dass man ein jährliches Kündigungsrecht hat. Kassensturz erstellt zwei Profile und vergleicht die jeweiligen Prämienofferten miteinander. Erstes Profil, ein Ehepaar. Es wohnt im eigenen Haus und hat ein üppig eingerichtetes Wohnzimmer. Die Versicherungssumme für ihren Hausrat beträgt 220.000 Franken, inklusive Glasbruch. Das Paar fährt ein großes Auto, hat größere Bargeldreserven zu Hause und auch teuren Schmuck. Letztere sind gegen Diebstahl versichert, sowohl zu Hause wie auch auswärts. Die Haftpflichtversicherung für beide ist standardmäßig auf 5 Millionen Franken angesetzt. Das günstigste Angebot für Hausrat- und Haftpflichtversicherung ist das Internetangebot der Generali. 508 Franken kosten die Versicherungen zusammen. Einen Kombi-Rabatt gibt es nicht. Auf Platz 2 landet die Vaudoise mit 559,80 Franken. Die Vaudoise gibt einen Kombi-Rabatt von 7,4%. Platz 3 für Smile Direct, auch ein Internetangebot. 575,15 Franken kosten hier Hausrat- und Haftpflichtversicherung. Im Mittelfeld die Angebote von Baloise Direkt, Zürich, Allianz, Mobiliar und Generali. Ihre Prämien bewegen sich von 630 bis 700 Franken. Das drittteuerste Angebot kommt von der Helvetia. Hausrat- und Haftpflichtversicherung kosten hier 713,70 Franken. Der Kombi-Rabatt beträgt 4,6%. Teurer ist das Angebot der Elvia, 766,60 Franken. Die mit Abstand teuerste Offerte liefert die AXA Winterthur, 859 Franken für Hausrat- und Haftpflichtversicherung. Verrückt sind die enormen Preisunterschiede. Wir haben 350 Franken Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten. Jetzt bei dieser Familie mit Einfamilienhaus 500 Franken oder 850 Franken. Wenn man denkt, dass man das jetzt über Jahre zahlt, ist das ja ein enormer Betrag.
die Hausrat- und die Haftpflichtversicherung bei der gleichen Versicherung abschließen. Gesetzlich vorgeschrieben ist das nicht. Ja, ist schon affin. Und wir haben im Test eben gesehen, für mich war das eine rechte Überraschung. Man kann sparen, wenn man zum Teil je nach Profil die eine Versicherung beim einen Anbieter nimmt und die andere beim anderen. Das zweite Profil, ein Single-Haushalt. Sie lebt in einer Mietwohnung und ihr Wohnzimmer ist nicht ganz so opulent eingerichtet. Ihr Hausrat ist mit 72.000 Franken versichert. Sie fährt Roller, hat nicht so viel Bargeld zu Hause und auch der Schmuck ist bescheidener. Versichert ist beides. Die Haftpflichtversicherung ist auch hier standardmäßig auf 5 Millionen Franken festgelegt. Das günstigste Angebot für einen Single-Haushalt liefert Smile Direct. 252,35 Franken pro Jahr. Knapp gefolgt von Generali mit 260,70 Franken. Auf dem dritten Platz landet die Elvia mit 306,70 Franken. Alle drei sind Online-Offerten. Keine enthält einen Kombi-Rabatt. Im Mittelfeld landen hier die Angebote von Vaudois, Balois Direkt, Mobiliar, Helvetia und Zürich. Die Prämien bewegen sich von 315 bis 345 Franken. Am Ende der Rangliste landet die Allianz mit einer Prämie von 355,50 Franken. Gefolgt von der Generali mit ihrem klassischen Angebot. Am teuersten auch hier die AXA Winterthur mit einer Jahresprämie von 427,80 Franken. Mehr als 170 Franken Prämienunterschied auch beim Single-Profil. Ja, das Fazit ist sicher mal vergleichen, zwei, drei Offerten anschauen. Und dann sieht man auch, sicher nicht beides beim gleichen Versicherer abschliessen, weil die Rabattmöglichkeiten von Kombipaketen sind zum Teil null oder viel zu klein. Also sich dort auf das Beste und das Billigste rauspicken, pro Versicherer, und dann ist man gut und günstig versichert. Hausrat- und Haftpflichtversicherungen sind nicht obligatorisch. Diese Versicherungen lohnen sich trotzdem, denn wenn's passiert, dann kostet es schnell Zehntausende von Franken. Wir haben in diesem Test, in diesem Vergleich, Kombipreise miteinander verglichen. Das heisst, immer Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung zusammen. Online gibt es eine wunderschöne Tabelle, wo ihr das alles in Ruhe nachschauen könnt. Dort könnt ihr ebenfalls nachschauen, welche Versicherung pro Kategorie die günstigste ist. Das heisst, welches ist die günstigste Hausratversicherung, welches ist die günstigste Privathaftpflicht.